Hey Leute, willkommen zum weiteren Video zu Rocket Racing. Ich habe das Spiel gestartet und habe das hier gesehen. Das sind irgendwelche random Reifen, die du im Rocket Pass gekriegt hast. Warum sind nur so ein paar Gegenstände aus dem Rocket Pass hierfür? Primär ist passiert, dass ich mir im Shop den Dominus GT kaufen werde für 15 Euro. Also was, ich habe die Credits, die V-Bucks. Hallo Dominus GT, habe ich mir jetzt geholt. Ja, bin ich gespannt, wie der sich fährt. Cool aus, oder? Weil ich glaube, rot ist cool. Weil da oben ja auch was rot ist. Oh, warte. Das gibt mir was. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das obere Rot das Richtige ist. Das ist ein bisschen zu hell noch, ne? Das ist auch nicht das Richtige. Roter Boost. Ja, komm böse. Okay, gut. Dominus GT, ich hoffe, du kochst. Es gibt auch ein paar Aufträge, die ich noch machen muss, aber die machst du halt einfach aus. Oh, Zeitfahren musst du dafür machen. Zeitfahren macht mir überhaupt keinen Spaß. Das wird dann ein bisschen schwerer. Wir sind nach wie vor in der Top 3000. Optisch kann man da, finde ich, nicht so viel sagen. Hat was. Ach man, du Scheißspiel. Warum habe ich hier jetzt einen Standard-Octane? Dieser Bug nimmt dann echt die Spielfreude, ne? Also das Spiel hat viele Schwächen. Aber das ist wirklich die allergrößte Schwäche. Da setzt man sich hin, macht ein Autodesign, nur um dann am Ende durch einen Glitch, der seit Ewigkeiten drin ist, den Standard-Octane zu sehen. Vielen Dank für die Blumen. Gut. Es ist nur geil. Ich will nur Plus machen. Das ist immer mein Ziel in jedem Rennen. Oh Gott, war das scheiße. Okay. Irgendwie Plus machen. Also der vordere ist nicht gut, weil der hat Zickzack-Drift gemacht. Aber ja, schon letzten Videos gesagt, macht Zickzack-Drift nicht mehr. Feuer gehittet, aber ist okay. Ich bin noch in dem Bereich, wo ich Plus machen würde. Mehr will ich nicht. Na, okay. Ich habe den jetzt nicht gekriegt an den Boost, 100 km weniger. Ich bin jetzt gerade in dem Bereich, wo ich Minus machen würde. Das ist nicht ganz der Bereich, wo ich sein möchte, habe ich das Gefühl. Oh, ich bin in dem Bereich, wo ich... Ah, meinen richtigen Wagen sehe. Dankeschön, Spiel. Ja, ich mache Minus, wenn ich jetzt nicht eine Masterclass auf dem Schlusssprint hinkriege. So einfach jetzt nicht vermüllen. So. Das ist auf jeden Fall interessant von mir gewesen. Boost nicht voll gekriegt. Doch, ich habe voll gekriegt, aber nicht eingesetzt. Siebter ist zumindest kein Minus. Ja, da musst du einfach fahren. Nee, es tut mir leid, aber ich habe nicht die Lebensfreude in meinem Leben, um 200 Mal den Zeitrennmodus zu machen. Das Traurige ist, dass ich hatte wirklich Spaß, gerade den Dominus mir zusammenzustellen. Ich dachte, oh. Das ist aber cool. Da, das sieht auch noch cool aus daran. Ich mache auch noch das. Oh, das sieht auch noch cool daran aus. Und dann habe ich so richtig happy mit den Autos zusammengestellt. Und ich sehe es einfach nie. Ah, da den Boost verfehlt das natürlich. Super scheiße. Fehlen so viele Boostfelder gerade. Das ist abenteuerlich. Das zweite fahre ich mal in meine Route. Also die dritte fahre ich auch meine Route. Die ist gut genug, um diesen Lobbys Erster zu werden. Die Route. So. Der boostet hier. Kann man auch machen. Wahrscheinlich war der voll. Ich weiß, dass mein Schlusssprint-Killer ist. Mehr brauche ich nicht. Let's go. Come on. Ah! Okay. Okay. Was ist da passiert? Ich habe einen Stein verfehlt, den ich, glaube ich, noch nie verfehlt habe. Das ist nicht so gut. Da brauche ich aber auch jetzt einen guten Schlusssprint. Ich booste mal hier. Was? Vierter. Es sind aber Dinge passiert. Es sind wieder Dinge passiert. Aber ernsthaft, das ist meiner Meinung nach das größte Problem von Rocket Racing. Ich habe mir für echtes Geld hier einen Wagen geholt und ich kann den Ingame nicht sehen. Und das ist nicht ein Bug, der erst seit kurzem drin ist. Der ist seit mindestens einem Monat drin. Daran merkst du so ultra, dass an diesem Modus Tionics arbeitet, primär, und halt nicht Epic Games. Wenn Epic Games gemerkt hätte, oh, in Fortnite ist so ein Bug, die hätten das nach einer Woche gefixt und hätten jeden als Entschädigung einen Gratis-Rucksack gegeben oder sowas. Dankeschön. Ich habe den Wagen, den ich ausgewählt habe, zu Beginn. Plus auf einer coolen Map. Dankeschön, das hat man nicht oft im Leben. Leider nur 8 Leute. Das heißt, wenn ich jetzt Sechster werde, mache ich schon Minus, glaube ich. Meine Strategie dagegen ist es, einfach nicht Sechster zu werden. Das war suboptimal. Also. So. Ich krieg noch den Dings, ne? Ja, gut. Da einmal da. Okay.
wirkt gerade recht chillig, da ist nur ein anderer, der mir ein bisschen Angst macht, der zweite. Ansonsten, na doch, okay, da waren drei oben jetzt. Aber nicht alle. Das ist ja schon mal gut. Wenn nicht alle oben fahren, gutes Zeichen. Ich habe leider jetzt nicht den Boost voll. Freund der Baum. Ist ja nur ein Strauch, aber ich sag, okay, der klingt sehr penetrant, der Sound. Ihr hört es jetzt nicht so laut, wie ich das höre, aber ich höre es. Für mich ist es ein bisschen nervig, wie es klingt. So, das machen nämlich die Profis, dass sie dann Rift Carry machen. Ich versuch's nur mal. Ich weiß nicht, ob das super, aber zumindest gab das jetzt ein bisschen Turbo. So, ist ein spät gesprungen von mir. Aber der Wagen sieht schon cool aus. Also das. Digga, ist das traurig. Ich bin so viel besser als die meisten in der Runde. Alter, 5. Mann, ich war besser als die. Wieso mache ich das? Jetzt. Den verfehlt? Okay. Ich fahre jetzt auch so, wie ich das möchte, nicht wie die anderen. Die sollen die da halt springen, ist mir egal. Guck mal hier, das ist für von. Oh, das. Ich merke gerade, dass das ein sehr dummer Spot gewesen ist zum Beispiel. Haben wir gemerkt. So. Hat sich sehr dumm angefühlt. Beim Drücken ursprünglich dachte ich, okay, gut, kann man machen. Aber dann war es sehr schnell sehr, sehr dumm. So. Come on. Ey, stabiler Schlusssprint. Vierter Platz noch. Ich finde, die Map könnte ein bisschen häufiger rankommen. Die kommt ja wirklich selten. Mann, ey. Ich überlege, mich in Runde 3 einfach absichtlich zu killen, um halt neu zu spawnen mit den richtigen Wagen. Das ist so also, warum soll man überhaupt dann sich einen Wagen kaufen, wenn du halt eh nur Scheiße kriegst? Mit schwer hier viel plus zu holen, die fahren alle eine ganz gute Route. So. Na, aber nicht die beste, okay. Wenn viele die beste Route fahren würden, wäre ich jetzt nicht Dritter, sondern halt Fünfter. Ah, okay. Hot. Gut. Kann ich mir zumindest in Runde 3 von Goofy-Sachen verschont werden? Fände ich fair. Ich weiß gar nicht, wann ich zwei Boosts raushauen soll, weil ich werde zwei Boosts nur voll kriegen. Wann werden für meinen Skill das richtige Timing dafür? Ich kann nicht auf dem Zielgeraden kann ich es nicht raushauen. Hier? Ich bin nur Vierter geworden, weil einer irgendwie an allen vorbeigedüst ist. Ganz komisch. Oh, 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 oh. Map, die ich kann mit 12 Leuten. Mit einem scheiß Octane, aber 12 Leute. Ist halt nur nervig. Wieso? Ich mache ein Autodesign ja nicht zum Spaß. Also schon, aber halt. Ich will es ja auch wirklich dann benutzen und mir nicht einfach nur angucken. Wo ist der Erste? Ernsthaft, wo ist der Erste? Der kann doch nicht so viel schneller sein. Seh den nicht mal. Ich sehe einen vor mir. Wo soll der Erste sein? Der ganz. Okay, der ist der ganz vorne. Vergleich mal gleich auch mit dem Weltrekord, weil der wirkt sehr, sehr schnell. Okay, ich konnte nicht driften. Drifter kurz deaktiviert. Ah, okay. Ja, es gibt manchmal den Glitch, dass Drift deaktiviert wird bei einer komischen Landung. Ist auch übrigens schon eine ganze Zeit lang im Spiel, also ist jetzt auch nicht komplett neu. Was ich interessant finde für so einen Glitch, der im Grunde Gamebreaking eigentlich ist, ne? Ich hab nicht gekriegt, ich hab einen Checkpoint nicht gekriegt. Danke, ich hab einen richtigen Wagen. Aber wieso in Runde 3 immer? Das ist so dumm. Lass mich doch in Runde 1 versagen. Der erste war auch am Ende gar nicht so krass mit 2,58. Um es ins Verhältnis zu setzen, der Weltrekord ist 2,43. Was weiß der, was kein anderer weiß? Der fährt unten rum, das ist schon mal neu. Der baut halt darüber aber Drift auf. Ja, der auf jeden Fall hier schon mal richtig gut Momentum. Aber macht das Sinn, da unten rum zu fahren, statt oben zu fliegen? Ja gut, wenn er so driftet, dann... Okay. Ja gut, er baut einfach so viel mehr Boost auf und alles, ne? Der Jump hier wird ähnlich sein. Ja. Ist 1:1 das, was ich mache schon. Nur halt ein bisschen cleaner. Auch hier der Sprung fährt auch die Kante noch knapper. Man müsste meinen, er kriegt den Checkpoint gar nicht, aber er kriegt den noch. Hier. Oh, da ein Jump. Den traue ich mich nicht.
Den Jump hier traue ich mich nicht. Okay, ich brauche mal ein gutes Rennen. Sieht man ihn? Also ich sehe ihn nicht, aber... Das haben die doch gefixt, dass du hier nicht mehr... Also, eigentlich kannst du doch hier gar nicht mehr cheaten. Das haben die doch, glaube ich, wirklich gefixt. Aber er ist halt wirklich irgendwo 1000 Meter vor uns. Nee, keine Ahnung, ich werde Vierter, sage ich. Wieso Zweiter? Bin ich Zweiter geworden, weil ich den Flip gemacht habe? Weil wenn du in der Luft einen Flip machst, kriegst du noch Speed. 3,13 Watt. Ja gut, ganz ehrlich, einen zweiten Platz nehme ich. Flugreise, also jetzt, ich habe heute irgendwie auch mit den Maps kein Glück, muss ich sagen. Ich höre auch viel häufiger diese Schlangenlinien, zu hart. Nicht machen, verboten. Da einmal boosten. Aber krass, in jedem Rennen ist so ein anderer Spieler, der einfach gefühlt 10 Sekunden vor allen anderen ist. In diesem Rennen, jetzt haben wir zwei, ist anscheinend einfach der Weg in Unreal, dass manche einfach viel, viel krasser sind als alle anderen. So. Gut. Ich kann da vorne, glaube ich, einen leicht erspähen. Da war, glaube ich, gerade einer. Oh, das wäre natürlich... Das ist natürlich jetzt mit... Okay, das kostet mich jetzt ultra viele Plätze. Ja, geil. Okay, ich muss wieder trainieren. Du kannst in den Spielen nicht competitive bleiben, in der Top 3000, wenn du nicht jeden Tag spielst. Ultra schade mit dem Auto, das ist wirklich die größte Schwäche von Rocket Racing aktuell. Ne, und das ist nicht mal eine spielerische Schwäche, es ist einfach... Lass uns unsere Autos sehen. Das ist so ein großes Problem. Aber gut, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin, Leute. Und ciao.